habe euch ja versprochen, dass ich nochmal zu euch komme, beziehungsweise im Video zu euch komme. Ich habe hier ein paar Madrid-Aufnahmen gemacht, also vom letzten Urlaub von Madrid. Das war im Oktober. Und es war ganz schön eine Tortur, weil die Flüge wurden laufend verlegt. Von Sonntag auf Samstag, dann auf Freitag. Wir sind dann hingedüst, Frankfurter Flughafen am Freitag. Ich glaube, die Claudia musste sogar noch arbeiten an dem Tag, das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, hat, glaube ich, frei gehabt. Und dann war Folgendes. Wir sind am Eincheckschalter in Frankfurt mit der Air Europa, kann man ja, glaube ich, sagen, oder? Ist das jetzt Werbung? Ist egal. Geflogen und dann sagt er uns am Schalter, ja, Sie haben einen Connection, also einen Anschlussflug, und der ist dann aber erst am nächsten Morgen, so um 7 Uhr. Wir sind praktisch um 10 Uhr abends losgeflogen. Oder um 8 war es. Nach deutscher Zeit um 8. Wir sind in Madrid um 10 so ungefähr angekommen. Richtig, das ist schon klar. Das wusste ich. Aber wir mussten auschecken. Das heißt, wir mussten die ganzen Koffer nehmen vom Band wieder, vom Gepäckband. Dann wieder am nächsten Morgen zum Schalter und wieder neu einchecken. Weil das machen die nicht über Nacht, dass das automatisch geht. Jetzt hatten wir noch ein Problem. Es war ja Risikogebiet. Die Kanaren, das ging eigentlich, war nicht so stark. Wir hier in Deutschland waren noch kein Risikogebiet. Aber Madrid hatte an diesem Tag um 0 Uhr einen Lockdown, wo praktisch alles geschlossen ist. Man durfte sich nirgends aufhalten, auch nicht im Freien und so weiter. Der Hammer war aber, wo wir in Madrid angekommen sind, hätte man gerade die Koffer nehmen können, einfach Madrid rausmarschieren. Ja. Also wer hat da geprüft? Eigentlich niemand. Ist egal, Flughafen war leer. Und um das geht es jetzt hauptsächlich in dem Video, wie wir uns da zurechtgefunden haben. Viel Spaß! Wir sind jetzt gelandet in Madrid und warten jetzt aufs Gepäck, weil überraschenderweise müssen wir jetzt das Gepäck abholen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Vorne ist der Salida, der Ausgang, aber wir wollen ja Connection Flight. Jetzt ist die Frage, irgendwo müssen wir dann Schlafplatz suchen. Wir haben Matte dabei, weil der um 6 Uhr morgens geht es dann weiter. Besser gesagt, um 7 Uhr ist der Flug. Muss sehen, wie wir das hinbekommen. Und Claudia, alles klar? Das ist nicht herrlich, da haben wir doch einen wunderbaren Ausblick, ne? An den Flughafen. Oh, lieber. Unser Lager gerichtet. Schöne Eck rausgesucht vom Flughafen. Jetzt habe ich mich mal dahin gelegt, da haben wir ein stilles Eck schon gefunden. Madrid Flughafen ist ja nicht so voll, das ist der Vorteil. Ja, jetzt müssen wir mal warten, bis ich mal. Wie viel Uhr ist denn eigentlich jetzt? Oh, jetzt muss ich gucken. 0:20 Uhr, ich versuche ein bisschen zu schlafen. Was etwas nervig ist, da kommt laufend so ein blöder Lautsprecher. Also das nervt dann schon. Gell? Jetzt ist 3:56 Uhr. Ja, wir waren hier da auf dem Boden gelegen, haben ein bisschen was geschlafen. Und ja, jetzt gehen wir gleich zum Check-in-Schalter. Ich glaube, die ist zwischen, naja. Die eine gesagt, um 4 geht alles aufmachen, wahrscheinlich erst um 5. Und um 7 ist ja schon wieder der Flug. Dann haben wir es praktisch schon wieder gepackt. Es ist relativ leer. Es ist dann allerdings doch ganz schön kalt geworden, wenn man so auf dem Boden liegt. Ansonsten, der Vorteil ist wirklich, weil es so leer ist, das Ganze, ist tatsächlich, ist es recht bequem gewesen und die Zeit ging jetzt rum. Jetzt gucken wir noch was. Ich habe hier die höchste Videoausrüstung. Ja, und dann hoffen wir, dass wieder alles geklappt noch. Achso, ich muss ein bisschen hin ist die Polizei, das Polizeirevier, das sieht man hier aber nicht. Ja, dass ich noch verhaftet werde. Auf jeden Fall, wir sind ja vorher noch in so eine komische, habe ich gar nicht gemerkt, so einen Gang gelaufen, da wird anscheinend das Fieber gemessen, es war ja alles in Ordnung, dann haben wir die Bescheinigung,
die wir daheim ausgefüllt haben, auch noch eingescannt. Hat also alles geklappt. Las 8:10 hora local, la temperatura 33 grados.